Der Zukunftskreis Steinfurt ist die Konsequenz aus der Agenda 21. Der Kreis liegt nordwestlich von Münster, inmitten der idyllischen Parklandschaft des Münsterlandes. Der Kreis hat sich selbst den Zusatztitel Zukunftskreis gegeben. Damit verbunden sind sehr viele Einzelmaßnahmen und Projekte, die in einem beeindruckenden und vorbildhaften regionalen Netzwerk münden. Und in genau 42 Jahren will der Zukunftskreis Steinfurt ein Ziel erreicht haben, das so wunderbar wie unwahrscheinlich klingt. Zukunftskreis Steinfurt, energieautark 2050. Gemeinsam mit den Experten der Fachhochschule haben wir ausgerechnet, dass schon heute es technisch möglich wäre, eine Energieautarkie zum Prozentsatz von 40-50% darzustellen. Windparks gibt es mittlerweile fast überall, auch im Kreis Steinfurt. Mit dem Unterschied, dass man hier ein sogenanntes Repowering anstrebt, also den Transfer der quasi neuwertigen Anlagen in Entwicklungs- und Schwellenländer und den Neubau deutlich höherer und damit effizienterer Windkraftanlagen an den angestammten Standorten. Das gestiegene Umweltbewusstsein und technologische Weiterentwicklungen haben diesem Unternehmen mit seinen 140 Mitarbeitern einen ganz besonderen Erfolg verschafft. Anfang 2008 wurde hier im Kreis Steinfurt der 500.000. Solarkollektor produziert. Gebaut wird hier die neueste Flachkollektorengeneration mit besonders hohem Wirkungsgrad und sehr langer Lebensdauer. Und die Solarthermie bleibt ein starker Wachstumsmarkt. Neben zahlreichen Kooperationspartnern in der Wirtschaft besteht im Kreis Steinfurt eine enge und äußerst fruchtbare wechselseitige Beziehung zu Forschung und Lehre. Die Fachhochschule ist strategischer Partner des Kreises Steinfurt und wir leben diese Zusammenarbeit und erfüllen die mit einer Vielzahl von gemeinsamen Projekten. Wir haben gut 100 Jahre gebraucht, um die Erdölvorräte, die wir in 400 Millionen Jahren bekommen haben, zur Hälfte zu verbrauchen. Frage ist, wie geht's weiter? Und wir wollen im Kreis Steinfurt die Möglichkeit aufzeigen, wie wir auch in 100, 200 oder 500 Jahren leben können. Und dafür wollen wir dieses Projekt Energieautark 2050 im Kreis Steinfurt durchführen. Auf der zweiten Steinfurter Bioenergiefachtagung wurde das Thema Biokraftstoff eingehend behandelt. Biokraftstoff kann nachhaltig, effizient und dezentral produziert werden. Überall und immer aktuell ist das Thema Essen. So schmeckt das Münsterland, ein weiteres Projekt, das der Globalisierung eine regionale Identität entgegensetzt und das bäuerlich-landwirtschaftliche Strukturen erhält. Holz. Ein nachwachsender Rohstoff, dessen Nutzbarmachung ebenfalls dazu beiträgt, regionale Wirtschaftskreisläufe zu festigen und regionale Wertschöpfung zu steigern. Die Produktion von Biogas ist auch im Kreis Steinfurt ein maßgeblicher Baustein im Energiemix. Doch auch hier geht man einen Schritt weiter. Hier werden Biogasanlagen betrieben und gleichzeitig permanent optimiert. So werden etwa die bislang unverwertbaren Restmengen bei der Biogaserzeugung in Form von verbrennbaren Pellets ausgewertet. Die Energie, die hier produziert wird, beheizt das Freibad und versorgt über ein Blockheizkraftwerk mehrere öffentliche Gebäude. Andere Pellets, nämlich Holzpellets, werden in diesem sehr speziellen Zwischenlager aufbewahrt. Und wer von der Zukunft spricht, der spricht von unseren Kindern. In einer Jugendwerkstatt werden Solarprojekte unter dem Motto Leben lernen mit der Sonne durchgeführt. Alles scheint perfekt im Zukunftskreis Steinfurt. Man könnte wunschlos glücklich sein. Ich wünsche mir, dass wir diesen Weg gemeinsam weiter beschreiten und dass wir nicht nur als Kreis agieren, dass wir mit anderen zusammen auch Konzepte hinbekommen, wie wir die Herausforderungen der Zukunft, was Energie, Umwelt angeht, gemeinsam bewältigen. Hier gibt es noch viele Potenziale, die wir heben können und daran müssen wir gemeinsam mit vielen arbeiten. Gemeinsamkeit ist der Schlüsselbegriff für das Energienetzwerk, für den Zukunftskreis Steinfurt.